Willkommen zurück bei Die Crew erklärt. Heute mit dem Captain himself, Werner Klocke. Hallo. Und mit mir, dem alten Seeräuber-Opa Fabian. Genau. Was erklären wir denn heute? Wir haben eine neue Miniatur, die gab es auf der Taktika im Vorverkauf. Mmh, das spannend. Hieroduro. Oh, der ist cool. Der ist cool, genau. Vor allen Dingen, weil du eine bemalte Figur im Buch abgelichtet hast und gesagt hast, wir brauchen da noch Regeln für. Ja, da war mal so ein kleiner Sneak Peek. Genau, und dann haben wir uns nämlich Folgendes überlegt. Wir wollen euch heute einmal den Schildwall erklären. Der ist nämlich dann dabei herumgekommen. Der ist dabei herumgekommen und der ist echt ganz schön gut. Genau. Ich werde euch einmal den Schildwall vortragen und Werner wird mit seinen Modellierhänden hier einmal das vorführen. Genau. Ich habe Gott sei Dank den genommen und nicht den anderen. Gut, der Schildwall ist eine Eigenschaft. Und zwar, alle befreundeten Charaktere erhalten einen Bonus von +1 aufs Attribut V, also eine Verteidigungskarte mehr, gegen Attacken von Gegnern, no, mit denen sich dieser Charakter im Basenkontakt befindet und die innerhalb seines Sichtbereichs sind. Hier, Werner hat schon schön vorgemacht, Hieroduro ist im Basenkontakt mit Wild Ox. Das bedeutet, dass harte Mädel und der Hasardeur würden jetzt +1 V auf Attacken von Wild Ox bekommen. Richtig. Weil Hieroduro auch mit Wild Ox im Basenkontakt ist. Richtig. Und die müssen in diesem Fall nicht miteinander im Basenkontakt mit Hieroduro sein. Genau. Denn da kommen wir nämlich zum nächsten Teil der Regel. Und da stellen wir einmal um. Okay. Nächster Fall. Und zwar alle befreundeten Charaktere in Basenkontakt mit diesem Charakter erhalten einen Bonus +1 V gegen Attacken von Gegnern, zu denen der Charakter eine Sichtlinie hat. So. Hieroduro guckt nach vorne, sieht Wild Ox, sieht das harte Mädel. Würde Wild Ox auf das harte Mädel kloppen, würde sie +1 V kriegen. Weil sie mit Hieroduro im Basenkontakt Richtig. Ist. Ne? Der Vorteil hier dran ist, Hieroduro muss selber nicht im Nahkampf verwickelt sein. Mhm. So, der Hasardeur in diesem Falle würde keinen Bonus bekommen. Der ist weder im Basenkontakt mit Hieroduro, der ist nicht im Basenkontakt mit Hieroduro. Genau, so sieht's aus. Wäre Hieroduro wiederum im Basenkontakt mit Wild Ox, würde wieder der erste Teil der Regel ziehen und er würde Richtig. Den Bonus bekommen. Allerdings ist der Bonus nicht kombinierbar mit Ausweichen, Blitzreflexe, Deckung oder Schild. Ja, ich stelle mal um, damit wir das zeigen können. Wenn der Hasardeur jetzt so stehen würde, Hieroduro im Basenkontakt, Wild Ox würde den Hasardeur attackieren, bekommt er +1 V nur vom Schild, aber nicht von Hieroduro vom Schildwall. Genau, so sieht's aus. Hätte jetzt der Hasardeur einen kritischen Treffer im linken Arm und kein Schild mehr, dann würde er wiederum davon profitieren. Richtig. Sehr also gut. Kann ja. man beim Pokerspiel auch mal den linken Arm weglassen. Ja, stimmt in dem Fall, ja. Ne? So, was gibt es noch als Sonderfall, wenn Hieroduro das ganze Geschehen hier nicht sieht? So zum Beispiel. Ganz genau. Dann? Wenn sich nämlich alles in seinem Rückenbereich abspielt, ne? Ja. Dann funktioniert das Ganze nicht, denn es muss alles in seinem Sichtbereich stattfinden. Ja. Es wäre ja, hier, genau, alles. Ja. Rücken, Front. Genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Ne? Denn da spielt es auch keine Rolle, ob er Hieroduro jetzt mit Wild Ox nicht sieht oder er ist zwar im Basenkontakt mit dem Hasardeur, aber er sieht die alle nicht. Und deswegen kein Bonus durch den Schildwall. Genau. Ansonsten, Hieroduro, dieses ganze Konstrukt mit Schildwall gibt es dann schon für 60 Dublonen für die Goblins und für die Söldner. Schnäppchen. Genau. Und wer dann noch ein paar Einsatzmöglichkeiten von Hieroduro erklärt bekommen möchte, der kann, da verweisen wir einmal gerne auf den Podcast Radio Longfall. Ja, sehr schön erklärt dort. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls ihr Anmerkungen zu der Regel habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
Gut, dass du es einfach nachmachst. Und dir dann denkst, was mach ich denn überhaupt? Gibt's da auch nicht.